Also erst das Gebiet und dann müssen wir uns hier ausbreiten, um hier an den Fisch zu kommen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, das ist die Augustlieferung. Und dann kommt, wird auch noch die Septemberlieferung kommen. Also genug Stein, um hier weiter auszubauen. Ja, wir haben ein Siedler 7 Let's Play verfolgt, nur mal um ein bisschen abzuschweifen, während wir warten auf die das Ende der Ringzeit. Der merkt schon, dass Siedler 6 und 7 ziemlich sich weit voneinander unterscheiden. Allein schon die Tatsache, dass wir hier ein einzelnes Lagerhaus haben und eben um diesen Marktplatz herum die Stadt aufbauen, während wir in den anderen Zonen eigentlich nur die Rohstoffgebäude errichten, also eigentlich alles, was hier drunter fällt. Geh wieder zu. Also ja, hier steht Rohstoffgebäude. Diese Gebäude sammeln Rohstoffe. Nahrungsproduzenten, Kleiderproduzenten, Reinigung und Medizin, Unterhaltung, Dekoration, Militär. Ja, eigentlich nur alles, was hier drunter fällt. Und vielleicht höchstens noch Mauern und Brunnen. Platzieren wir außerhalb eigentlich unseres Hauptsektors. Alles andere wird immer hier drin gebaut. Sozusagen, dass eine Stadt entsteht. Bei Siedler 7 hingegen versuchen wir immer, alles möglichst kurz zu halten und ein bisschen zu zentralisieren. Dadurch entstehen auch ziemlich viele kleine Dörfer in den anderen Territorien. Was ich ganz lustig finde. Also ja, dadurch haben beide Spiele ihren eigenen Charme. Und es ist nicht zu 100% dasselbe. Es bleibt aber immer noch halt der Hauptkern enthalten, nämlich Rohstofferzeugung und Weiterverarbeitung. So, noch eine Gerberei können wir uns leisten mit den Tieren, die wir da produzieren. Oh, und wir können die Regenzeit es uns ist vorüber. Jetzt. Jawohl. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Territorium einzunehmen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Wie ihr wünscht. Hier sollten wir den Holzfäller errichten. Und dann auch noch ein Getreide. Verstanden. Am besten zwei Getreide, sofort. Bauer und das andere Ufer, also hier alles. Oder ein Getreidebauer dürfte reichen erstmal. Vielleicht brauchen wir einen zweiten. Sofort. Mal gucken. Schon unterwegs. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug Steine. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Um hier die Mauer zuzukriegen. Ja, stimmt, das ist außen. Das da ist innen. So.
So, der Außenposten wird errichtet. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, hier erstmal ein Holzfäller. Der hat dann schön viel Zeug. Und hier unsere Farm. So. Wie viele Felder haben wir hier rein? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja. 7. Na, machen wir 8 raus. Gut, dann können wir nur eine Weizenfarm hier errichten. Frag mich gerade, wie viel Reichweite hat die Farm? Wenn ich hier drüben ein Weizenfeld errichten würde. Wäre das nicht mehr mit im Bereich? Okay. Gut. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Also ja, mit den Steinen sollten wir dann in der Lage sein, fertig aufzubauen. Weizen lassen wir jetzt erstmal einfach kommen. Guck mal. Also wenn wir genug etwas Weizen angehäuft haben, dann richten wir erstmal eine Bäckerei. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, okay, das dürfte reichen, um hier die letzte Tor zu errichten. So, und hier zuzumachen. Sehr schön. Damit wäre unsere Mauer einmal rund um unsere Stadt errichtet. Sofort. Ei.
Telas Mauern sind wieder errichtet. Wir müssen uns um eine stete Nahrungsversorgung für die wachsende Bevölkerung bemühen. Das Dorf Gulabai im Norden besitzt ergiebige Getreidefarmen. Wir sollten dort einen Handelsposten eröffnen. Ihr macht Fortschritte. Taylor wird seine einstige Macht wieder festigen. Aber seid ihr auch in der Lage, uns zu helfen? Nach langer Zeit der Entbehrung würden wir gerne endlich wieder unsere Spezialität genießen. Kräutermehl. Liefert uns zunächst Kräuter. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Kein Problem, das können wir liefern. Ein Karren wurde ausgesandt. Aber ja gut, zusätzliches Getreide zu ertauschen ist auch kein Problem. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, das Territorium bringt uns allerdings nicht viel. Also das Territorium selber. Was uns aber was bringt, ist die Tatsache, dass wir jetzt eigentlich Steinstraßen bauen können. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ihr habt Wort gehalten. Vielen Dank für die Kräuter. Seht, was wir euch in unserem Warenhaus anzupreisen haben. Wir benötigen noch eine wichtige Zutat für unseren Kräutermehl. Bitte sendet uns Honig. Sofort. Ei! Also ja, erstmal die Kräuterhütte anschließen wäre eine gute Idee. Also ja, ein Wagen mit Tauschgütern erstmal Stein, ist für uns unterwegs. Steine in Kräuter wandeln. Das braucht keiner, das könnte ich verkaufen. Ein Karren wurde ausgesandt. Naja, gerade ist der Steinkarren unterwegs. Ich kann etwas Geld einnehmen, so. Ach nee, Otter. Sofort. Ja, ist ja herrlich, um an den Fisch ranzukommen. Ich hätte das Territorium gar nicht gebraucht, jawohl, aber egal. Met brauchen sie jetzt auch noch. Das heißt, wir müssen jetzt mit der Metproduktion beginnen. Und dazu wollte ich eigentlich das Grün hier nutzen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Also am besten hier oben. So. Honig. Also noch ein Grund, die Straße hier fertig zu bauen. So.